Hallo, hier ist wieder die Inge aus dem E-Werk in Oschatz aus der Töpferei. Heute wollen wir euch gerne ein Video zeigen über eine Osterdekoration. Einen Osterhahn wollen wir machen für Fortgeschrittene. Wenn ihr Lust habt, schaut bitte zu und dann werdet ihr sehen, was am Ende rauskommt. Heute wollen wir einen Hahn. Das will ich euch zeigen, wie man so einen Hahn töpfert. Dazu nehme ich eine Gipskugel, ein Stück Ton und das rollen wir. Ich schneide aus dem Ton ein paar Ecken raus, um das im Ganzen in die Kugel reinzudrücken. Und wie man eine Kugel macht, das haben wir euch schon mal gezeigt in einem Video, das wir schon vorneweg mal vorbereitet haben für euch. Jetzt habe ich euch schon eine andere Kugel vorbereitet. Die stelle ich jetzt zur Seite und zeige euch die andere Kugel. Die ist schon fertig. So, das ist unsere Kugel, aus der wir den Hahn weiter formen werden. Wenn ihr an der Kugel, die ihr in eine Form gedrückt habt, ihr könnt ja auch dazu eine andere Schale nehmen, nicht unbedingt eine Gipsform. Wenn da Unebenheiten sind, könnt ihr mit einem Kochlöffel aus eurem Küchenschrank, könnt ihr gerne Unebenheiten durch leichtes Antupsen, Andrücken oder kleines Klopfen, könnt ihr da Unebenheiten beseitigen. Das ist jetzt der erste Arbeitsschritt für unser Huhn. Jetzt werden wir den Hals vorbereiten. Da habe ich noch einmal Ton hier, den ich ausrolle. Um eine Verbindung zwischen dem Hals und der Kugel zu bekommen, muss ich in die Kugel jetzt ein Loch stechen. Die Größe ist eigentlich egal, nur dass die Luft zwischen dem Hals und der Kugel, dass das gegeben ist, dass die Luft raus kann. So, seht ihr, habe ich ein Loch gemacht. Jetzt habe ich hier unten Schlicker drin. Jetzt werde ich auch hier etwas anritzen, um eine bessere Verbindung zwischen Hals und Körper zu haben. Und auch hier mache ich Schlicker dran.
Jetzt werde ich mal sehen, wohin am besten der Hals gesetzt wird. Der Ton ist noch ganz weich. Jetzt kann ich den schön an dem Körper verstreichen. Wir hatten ja vorneweg schon etwas den Hals geweidet mit unseren Händen. Jetzt lässt sich eine bessere Verbindung herstellen. Die Höhe von dem Hals, das können wir nachher noch festlegen, ob wir den etwas niedriger machen, also nicht ganz so hoch, oder ob wir mal so einen originellen Hals mit in der Höhe lassen. Das gucken wir uns nachher an, wenn wir den Kamm draufsetzen und dann vielleicht auch den Schnabel dran machen. Dann entscheide ich das. Um zu kletten, könnt ihr ein Messer nehmen und könnt mit dem Messer, mit der Rückseite von dem Messer schön glatt streichen, verstreichen. Durch das Reinschneiden entstehen meistens solche Ritzen hier drin. Die könnt ihr dann mit einem, zum Beispiel eignet sich da so ein größerer, das ist ein Stäbchen vom Chinesen, den wir da hier verwenden. Da kann man solche Sachen zuschmieren, weil man da immer nicht so gut mit den Händen reinkommt. So. Ich denke, jetzt lassen wir das mal ein paar Minütchen liegen, dass das ein bisschen fester wird. Und jetzt bereiten wir den Schnabel vor. Dann nehme ich mir auch wieder ein Stück Ton ab und forme das in der Hand. Auch schön drücken, kann man auch ruhig mal richtig klopfen. Wir wollen ja einen schönen, originellen, großen Schnabel haben für das Huhn, das gar nicht so üblich ist in der Größe, aber es soll ja nicht ein ganz gewöhnliches Huhn werden. Ich schneide schon mal ein bisschen oval raus, denn wir müssen ja den Schnabel dann an den Körper dran kriegen. In etwa. Der ist natürlich noch sehr groß, aber das formen wir uns jetzt passend. Wer das jetzt möchte, da könnt ihr den Schnabel hier vorn einschneiden. Dann kann man mit dem Schnabel noch anders variieren. Jetzt könnte man als erstes erstmal wie einen Mund reinmachen.
das will. Ja, und wer das möchte, könnte auch den Schnabel von vorne her öffnen. Erstens ist es besser, wenn man den ein bisschen öffnet, dann ist der Ton nicht so hoch. Man darf ja nicht mehr wie 2 cm Tonstärke haben. Dass es nicht platzt dann im Ofen. Und so kann man mit dem Schnabel auch noch ein bisschen anders variieren. Wenn das vielleicht zu schwer ist, der kann auch erstmal zur Unterstützung von vorn ein Gefäß drunter stellen, um das erstmal fest wird. Oder wir könnten das auch ein bisschen anföhnen, dass das alles nicht mehr so ein großes Gewicht hat. So, befestigen tue ich es nachher richtig fest. Jetzt machen wir erstmal den Kamm dran. Dass wir wissen, wohin wir wollen hier mit unserem Huhn. Was wohin muss richtig? Okay, wir haben jetzt wieder eine Lücke hier. Zwischen dem Kamm und zwischen... Oh, jetzt war der Schnabel abgefallen. Dann müssen wir ein bisschen fester dran drücken. Stabilisieren wir erstmal ein bisschen den Schnabel, denn der hat ein ganz schönes Gewicht für den Körper oder für den Hals. Hier mache ich nachher noch eine Wurst ringsrum, aber jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen ruhen und kümmern uns mal um den Kamm, dass der Kamm schön oben drauf sitzt und eine gute Verbindung zwischen Kopf und oder zwischen Hals und Kamm entsteht. Dann mache ich eine Wurst, eine Tonwurst und drücke die hier rein. Den Kamm dann noch richtig zu formen, das können wir immer noch machen. Der lässt sich noch gut verformen oder biegen oder was auch immer wir damit erreichen wollen. Das ist alles noch sehr frisch. Roll ich den Ton aus. Jetzt drehe ich doch mal den kleinen Hahn rum und werde das mal von unten befestigen. Ihr seht, dass hier auch eine Lücke ist. Ja?
Und die mache ich jetzt mit dem, mit der Tonwulst, verfestigen wir das. Wird hier reingestrichen, dass eine gute Verbindung zwischen dem Hals und dem Schnabel da ist. Jetzt könnte man auch gleich von unten etwas den Schnabel von unten kletten und verfeinern. So. Jetzt haben wir unseren Schnabel befestigt und werden uns mal um das Ausfüllen von den kleinen Sachen hier kümmern, dass das ein schöner Übergang wird zum Schnabel und zum Kamm. Kann man kleine Tonstückchen auffüllen und schön verstreichen. Als nächstes werden wir jetzt die Augen machen. So. Wir wollen ja ein originelles Huhn machen. Und ich denke, dann machen wir auch ein bisschen ein paar originellere Augen. Die können ruhig ein bisschen groß sein. Ich drehe eine Kugel und forme die ein bisschen länglich mit meinen Fingern, die Kugel. So, und dann halbiere ich die. Dann gucken wir mal, ob die Größe passt. Seht ihr, da haben wir zwei. Augen gleich. Ich würde die ein bisschen schräg ansetzen. So, die sollen ja ein bisschen hervorstechen. Ich denke, das wird schon ein kleines verrücktes Huhn. So, und damit jetzt das Auge noch eine Vollständigkeit kriegt, mache ich da drauf eine Pupille. Mache ich wieder eine Kugel, eine kleine. Die wird halbiert. Und das setzen wir als Pupille oben drauf. Bisschen verputzen können wir nachher noch alles insgesamt. Das sollte man dann zum Schluss nicht vergessen, dass man den Schlicker ein bisschen wegwischt, der hier ringsum rauskommt. Und ich denke, der Hahn kriegt jetzt auch noch was zum Luftholen. Wollen, können wir ganz doll machen. Das muss jeder selber einschätzen, was wir das gerne gestalten. Jetzt fehlt uns noch der Schwanz. An dem Huhn, was ich schon vorbereitet habe, habe ich einen Schwanz aus der Hand geformt. Ich würde euch mal an diesem Huhn ein bisschen eine andere Variante zeigen. Und zwar würde ich da den Ton ein bisschen so breit quetschen, breit formen und den immer einzeln ansetzen. Immer wie so ein, würde dann in etwa so erscheinen. Das ist mal eine andere Variante als den ich hier geformt habe. Der ist schwieriger hier dran als der aus den Tonstückchen.
Hier mache ich Ritzen rein, kommt schön Schlicker dran und dann passe ich den dann mal hier an. Und in Form können wir ihn dann immer noch machen, wenn wir, sag ich mal, die 4-5 Teile befestigt haben am Körper, können wir immer noch die Form ein bisschen regulieren. So, dass wir ein Stück haben zum Ankleben. So, ich denke, wenn wir jetzt noch zwei Teile hier an der Seite dran machen, dann lackt das. Und mir gefällt der Schwanz genauso gut. Das ist der Geschicklichkeit eines jeden ein bisschen überlassen, wie er den Schwanz formt. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen, wie ihr das machen könnt. So, machen wir den Schlicker hier ein bisschen ab ringsrum. Und damit ist der Schwanz für mich fertig. Okay. Jetzt brauchen wir wieder zwei Löcher rein, wie hier an dem, seht ihr, sind zwei Löcher. Das sind die Knie von dem Huhn und das sind die Füße von dem Huhn. Und die wollen wir jetzt noch herstellen. Zuerst machen wir die Kugeln. Für die Knie. Da würde ich schon verhältnismäßig gleich große Kugeln nehmen. Können wir noch ein bisschen hier dran machen. Schön weichen Ton lässt sich das immer wieder aneinander fügen. So, die zwei Knie. Da mache ich dann noch Löcher rein. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Füße macht. So sollten die schon aussehen. Da mache ich jetzt eine Wurst. Ich brauche dafür 6 Teile, aber ich glaube, das kriege ich als einer nicht ganz raus. Das mittlere Teil mache ich etwas größer. So, für einen Fuß. So. Jetzt haben wir schon den ersten Fuß fast fertig. Müssen wir ein bisschen verputzen. Es soll ja dann noch einen Sinn erfüllen, warum ich den Fuß gemacht habe. Denn wir müssen das ja dann irgendwie befestigen an dem Körper. Und dann mache ich hier rein jetzt ein Loch, dass wir später hier einen Strick durchführen können. So, man kann das noch ein bisschen verbiegen. Das sollte unser erster Fuß sein. Jetzt kümmere ich mich um den zweiten. Da passiert genau das gleiche wie mit dem ersten Fuß. Wir setzen den großen Zeh etwas oben drüber.
aber vielleicht hat auch jemand eine andere Idee für die Füße. Es gibt noch viele andere Ideen, wo man Füße gestalten kann. Es ist mal eine originellere Art. Auch hier mache ich ein Loch in die Mitte. So, wieder ein bisschen biegen. So, jetzt haben wir noch die zwei Kugeln, was für mich als Knie angedeutet wird, später. Hier rein mache ich auch ein Loch. Mit dem Schaschlikspieß ein bisschen weiter ausweiten, indem man das ein kleines bisschen hier drin dreht. So. Den Rest schneide ich weg. So habt ihr ein schönes. Jetzt haben wir die Teile für unseren Hahn fertig. Wir können jetzt noch den Kopf etwas zur Seite neigen, wer das möchte, dass der vielleicht etwas frecher guckt. Kann man den, der ist noch sehr weich, kann man den jetzt biegen noch ein bisschen? Das muss sich dann jeder selber ein bisschen zurechte. Ich finde, so sieht der aber auch ganz originell aus. Kann er den Schnabel noch ein bisschen weiter aufkriegen? So. Gleiche Art und gucken doch alle beide ein bisschen anders. Zu guter Letzt möchten wir ja jetzt noch die Löcher in den Körper hier reinmachen. Das muss ich mal ein Stück zu mir näher heranrücken. So, und mit ein bisschen Geduld und noch ein bisschen Zeitaufwand kann man jetzt den Hahn noch ein bisschen verfeinern, verschiedene Sachen vom Schlicker noch wegwischen, vielleicht auch noch den Kamm ein bisschen anders formen. Man kann ja eine Seite nach der Seite biegen, so dass das nicht so steif aussieht, und die Kanten etwas mit dem Schwamm verfeinern. Und damit ist unser Huhn fertig. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei beim Nachmachen. Und das ist heute das Ergebnis unseres Osterhahnes für Fortgeschrittene. Wenn ihr euch das anseht, werdet ihr auch schon merken, dass man nicht mit ganz kleinen Schritten vorwärts kommt, sondern man muss schon ein bisschen ein paar andere Sachen wissen. Das wird jetzt getrocknet und dann kommt das in den Sprühbrand und dann sehen wir uns wieder zum Glasieren. Es wird ungefähr 10 bis 14 Tage dauern, bis es getrocknet ist. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte in den Kommentaren dazu was schreiben. Werkzeuge und Materialien sind für euch in den Videobeschreibungen verlinkt. Da könnt ihr euch orientieren. Dankeschön und tschüss.